kleinen Moment, Hexer. Jetzt bin ich aber neugierig. Wieso warst du an dem verdammten Abend, an dem Hurensohn mich umbringen wollte, nicht da? Das war Zufall, ehrlich. Ich war im Bordell. Ich habe Zeugen. Ich bezweifle nicht, dass du Zeugen hast. Den Teil mit dem Zufall, den bezweifle ich. Ach, was für ein scheiß Gespräch. Nur Geschwätz. Das führt zu nichts. Was macht er mit dem Stock da? Jungs, redet ihr mit ihm. Es ist einfach. Ich will wissen, wo Hurensohn ist. Ich hab dich nicht verraten. Nie. Nein, nein, ich weiß nichts. Mach niemals Zwerge wütend. Die Rüstung sieht cool aus. Hilfst du mir, Junior zu finden? Ich wollte meine Jungs gerade zu Hurensohns Verstecken schicken. Eine Hexerklinge wäre nicht verkehrt. Führ meine Männer an. Bring Junior den Krieg und zerr ihn aus dem Versteck. Da profitieren wir doch beide. Hurensohn darf nicht sterben, bevor ich mit ihm gesprochen habe. Meine Jungs sind heißblütig und so gefallen sie mir. Wenn du sie bremsen willst, viel Glück. Na schön. Nun, ich nehme an, Junior versteckt sich in seinem Casino in Gildorf. Oder in der Arena unter den Scherben. Meine Jungs werden da sein. Finde ihn. Drift die. Ja, okay. Ach, schon wieder. Bam, 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 bam. Seht ihr, was ich sehe? Auch wenn es ein bisschen anstrengend ist, wenn es immer das gleiche Lied ist. Das ist nicht dein Tag. Hat ihn einfach zweigeteilt und geköpft und nochmal geköpft. Läuft. Hilfe, rette mich. Die müssen es doch mittlerweile gelernt haben. Die stehen immer da an der Stelle. Gib uns einen Kopf. Ja, ich habe heute leider noch nicht. Ich habe den ganzen Tag nicht gezockt. Hat heute irgendwie nicht so Lust. Ich habe ein paar Wege erledigt, war vorhin noch beim Sport, aber ich hatte heute überhaupt keinen Bock, was zu zocken. Ich war mir nicht mal sicher, ob ich den Stream anmache. Höchste Zeit, dass wir Hurensohn zeigen, wer der Boss ist. Der Mine ist wie im Krieg. Man weiß nie, wann man dran ist. Mir scheint, ich habe schon von dir gehört, Weißhaar. Fertig? Ja, wir gehen auf dein Zeichen. Dann mal los. Die Rüstung sieht so cool aus. Vielleicht suchen wir uns nachher noch die andere Rüstung. Warte mal, eine Rüstung war es ja noch, die wir brauchen. Jetzt guck mal ganz kurz, Schatz suchen. Ah ne, wir müssen nur Verbesserungen ergreifen, okay. Aber gab es da noch eine Wolfsrüstung? Muss mal gucken, ob wir die mal vielleicht nachher zusammensuchen. Überfall! Ich sollte mich um. Ich glaube nicht, dass Junior hier ist. Hi, Jona. Wo sind denn meine Zwerge? Aua, ich bin ausgewichen. Hallo, Hurensohn. Dich haben sie ja halb tot geschlagen. Hey, hörst du mich? Finde das Versteck von Hurensohn.
Lebst du noch? Bring mich nicht um. Oh, hab ich nicht vor. Der arme Zwerg. Wer zum Teufel bist du? Hab unten Schreie gehört. Jetzt ist alles gut. Hilfst du mir? Aber immer doch. Wie heißt du? Ich hatte überhaupt keinen Bock gerade zu spielen. Eigentlich wollte ich gar nicht streamen. Warum bist du hier? Bin ich ganz ehrlich. Wonach sieht's denn aus? Zum Sitzen und Trinken natürlich. Das war jetzt mehr spontan. Also, eigentlich wollte ich gar nichts machen. Das funktioniert nicht. Sie halten mich für einen von Bedlams Maulwürfen. Bist du einer? Aber du hast recht. Nun, irgendwie schon. Und was hast du irgendwie rausgefunden? Hurensohn arbeitet mit den Redanian zusammen. Ich weiß nichts genaueres, aber er steht auf ihrer Seite. Das ist alles, was ich weiß. Pass auf dich auf. Danke. Ich tauche unter, bis sich alles wieder beruhigt hat. Bedlam wird erfahren, dass du mir geholfen hast. Geh zu ihm. Er wird dich belohnen. Ich finde die Zwerge so knuffig. Weiß Dijkstra, dass Junior eine Abmachung mit den Redanian getroffen hat? Ehre unter Dieben. Er hat jetzt überlegt, Origin, hi Lord Cookie, Origin zu spielen. Ein bisschen noch Welt zu erkunden oder Witcher, um einfach noch so ein bisschen Missionen noch zu machen. Aber wie gesagt, irgendwie war die Laune heute nicht so, wie sie sein sollte, um... Und die Zwerge haben Schneewittchens Jungfräulichkeit geraubt. Klar doch, schiebt uns das auch noch in die Schuhe. Okay, danke für das Thema. Alle Straßen führen nach Mahakam. Kein Lebensziel mehr. Das ist ja traurig. So, dann müssen wir in die Arena. Da wird aber auch nicht sein. Alles so leid. Ich hasse die verdammten Huren. Sieht's denn aus? Müssen wir eigentlich mal wieder zum Friseur? Nö, geht noch. Hey. Was ist denn hier los? Warum ist denn hier gerade jemand gestorben? Singt an meinem Grabe. Er starb besoffen, aber als feiner Mann. Schon gehört? Man hat. Ach Quatsch, ihr Leben ist nicht traurig. Nur weil das Spiel fertig ist, ist dein Leben nicht. Ich kenne dich nicht. Traurig. Du kommst nicht rein und steh hier nicht rum. Kennst du dieses Papier? Ein Kampfvertrag. Gut, du kannst lesen. Auf wen ist er ausgestellt? Hier steht Stanek. Auf Stanek ist er ausgestellt. Ich bin Stanek. Noch Fragen? Rein mit dir. Also ich muss rumwandern. Muss wirklich sagen, Igor, sofort. Also gut. Die Rüstung sieht schon echt gut aus. Aber wie gesagt, wir können dann nachher nochmal die anderen Rüstungen zusammensuchen. Na los, mach dich bereit. Du bist dran. Ich bin bereit. Kriegen die Verlierer auch was? Du denkst an die Abmachung, hoffe ich. Hab sein Schwert mit einem rostigen vertauscht. Du musst einen Augenblick durchhalten. Da ist dein Geld. Ist das alles? Hallo, Igor. Mehr vereinbar. Nimm dich vor den Wachen. Die sind schlimmer als Gauner. Lass es so einen halben Lappen im Mund flattern. Bist du ein halber Lappen? Passt doch. Was kannst du denn? Mit dem Schwert umgehen. Ich könnte als Leibwache arbeiten. Und wen hier würdest du bewachen? Hurensohn Junior hat sich zahlreiche Feinde gemacht. So viel ist klar. Vielleicht kann ich nützlich sein. Junior kann auf sich aufpassen. Um den muss man keine Angst haben. Aber ich frage mich, woher du weißt, dass der Laden ihm gehört. Das habe ich aufgeschnappt, mehr nicht. Ich rate dir, vergiss lieber, dass du von Junior gehört hast. Ist gesünder. Ich bin nicht ein Tagelöhner. Ich nehme keine Befehle von dir entgegen und auch keine Ratschläge.
Du bist nicht mein Tagelöhner, das stimmt. Aber sehr dreist. Du musst leider sterben. Tötet ihn. Habt ihr euch schon die Next-Gen-Video angeguckt, was irgendwie gestern oder vorgestern veröffentlicht wurde? Ein paar mehr. Ich sollte dieses Loch durchsuchen. Warte mal. Jetzt zeigen sie, was die, ich hab's auch nur so am Rande verfolgt. Das ist irgendwie so ein Performance-Test von der, was die so kann mit Unreal Engine 5, also die Xbox 5. Boah. Das hätten sie auch alles ein bisschen einfacher haben können. Nachricht von Igor. Dass sie immer gleich so aggressiv sein müssen. Oh, können wir uns ja nachher nochmal anschauen. Lies die Dokumente, die du gefunden hast. Ich hab Dokumente gefunden? Muss man was riskieren und nicht einstecken. Nimm dich vor den Wachen in Acht. Die sind schlimmer als Gauner. Okay. Er wundert sich gar nicht, dass er einfach... Ich weiß nicht, auf wie viel FPS Valhalla so auf der Konsole läuft. Wenn ihr ein Versteck wärt, wo würdet ihr euch verstecken? Was hast du denn so graue Haare, Süße? Prinz Proximo pustete putzige Pusteblumenpuschel praktisch problemlos. Im Leben muss man was riskieren und nicht einstecken. Wenn du ein Versteck wärst, würdest du dich ganz offensichtlich machen. Das nirgendwo. Aber das ist ja hier außerhalb vom... Jetzt reden Sie von den Wundern des ewigen Feuers. ...vom Suchkreis. Wunder! Am Arsch! In so herrlichen... Wollen wir mal auf den Turm hoch? Der sieht so... Ah ne, wir spielen ja kein... es ist ja... Wir spielen ja kein Assassin's Creed. Küss mir den Arsch in so herrlicher Natur. Ja. Das ist mir auch gerade aufgefallen, Jonah. Ich ruf meine Mama. Meine Mama hat gesagt, dass ich zu einer Striege werde, wenn ich mein Abendbrot... Schwer ab! Ja, ich... Müde nicht. Bisschen Stress heute gehabt. Die Leute in dieser Stadt. Es sind viele Telefongespräche geführt und
aber Sachen erledigt. Im Leben muss könnte man das denn sein? Und nicht einstecken. Ich glaube schon, dass der Turm irgendwie relevant ist. Weil auf die Dächer können wir ja tatsächlich nicht. Warte mal. Ah, warte mal. Ah. Nee. Gut, ich werde mal. Wir machen erstmal die anderen Sachen. Ich habe das gestern durch Zufall, als gestern Abend, als ich im Bett lag, an einem Stream, in irgendeinem anderen Stream gesehen und dachte ich mir so, vielleicht hat es jemand. Aber. Was für Dokumente soll ich denn? Lies die Dokumente, die du gefunden hast. Ja, okay. Die habe ich doch schon alle gelesen. Da ist aber nichts neu dabei. Dann gehen wir mal zu Dickster. Noch mehr Treibgut aus Temerien. Da runter. Okay. Messgeburt. Novigrad, Hauptstadt der Welt. Trotzdem lassen sie solches Gesindel rein. Hey David, Lord Cookie und ja, Netflix kann ich dir empfehlen. Ich werde alt. Zock was anderes. Fangen wir mit Witcher an, kann ich dir nur empfehlen. Kann ich dir auf tiefstem Herzen nur empfehlen. Ach, das war die Geschichte. I remember. Remember the 1st November. Hast du kurz Zeit? Hab ich. Was willst du? Last Kingdom ist mega. Vom Meisterspion zum Meisterverbrecher. Ich habe das fast am Stück durchgeguckt, alle vier Staffeln. Sie sind sich sehr ähnlich. Beide pflegen ein Netzwerk von Informanten und sind hartnäckige Unterhändler. Bestechungen, vereinzelte Mordanschläge, immer die gleiche Leier. Ja, 3 Tage oder so gebraucht. Man tut es aufgrund irgendwelcher Ideale. Und jetzt? Jetzt finde ich, dass ich genug für Ideale gekämpft habe. Zeit, mich um mich selbst zu kümmern. Und bis jetzt läuft das sehr gut. Stehst du in Kontakt mit Radovid? Witzig wie immer. Ich habe keinen Kontakt zu ihm. Die sterben krass schnell. Dabei auch später. Er viele von den Hauptcharakteren. Wo du denkst, wow, krass, Radovid geiler Typ. 10 Minuten später tot. Und niemanden. Oder? Mir nicht und schon gar nicht einer Logenzauberin. Hast du etwas Neues von Philippa Eilhardt gehört? Nur Gutes. Das heißt? Nachdem Radovid ihr die Augen ausgestochen hat, ist sie spurlos verschwunden. Mit ein wenig Glück liegt sie jetzt in der Gosse. Ich dachte, ihr hättet euch nahe gestanden. Das war einmal, bis mir Philippa Mörder auf den Hals gehetzt hat.
Willi, Hurensohn Junior, arbeitet mit Radovid zusammen. Wenn das stimmt, steckt Hurensohn bis zum Hals in der Scheiße. Hast du mit Redanien gebrochen? Sympathien haben damit nichts zu tun. Hurensohn hat sich mit unserer Vereinbarung den Arsch abgewischt. Das ist Verrat, in wessen Diensten er auch steht. Ich brauche jemanden, der mich zu Junior bringt. Du musst doch noch Kontakte zu den Redaniern haben. Ich nicht, aber du. Hilf mir auf die Sprünge. Temeria, ja. Ehemaliger Kommandant der Blauen Streifen. Klingelt. Ich versuche mich jetzt mal ein bisschen an Vikings ranzumachen. Das spielt ja ungefähr zur gleichen Zeit. Bei Ochsenfurt verschanzt. Ein Besuch von dir dürfte seine Stimmung heben. Und das Geile ist, ganz viele Charaktere und Plätze, die du in Lost Kingdom kennenlernen wirst, wirst du später in Valhalla wieder treffen. Also ganz, warum gucke ich eigentlich immer auf meinem Chat, ganz viele von den Charakteren, auch ganz noch mehr Orte. Du wirst ganz viele Orte treffen und Sachen, wo du dann liest du dann so die Sachen von Valhalla durch. Nee, das kenne ich aus Lost Kingdom, das kenne ich aus Ghost. Dann war das genau das gleiche Zeitalter. Allein schon in dem einen Trailer siehst du ja diesen König Alfred. Ja, das ist mega gut. Wobei, ich glaube, Valhalla spielt ja die Wikinger aus Norwegen und so, oder? Und nicht die Dänen. Du bist ja Norweger. Oder Schwede oder so. Oh, sprich im Lager, da wieder. Okay. Ja, es wird immer nur als Wikinger bezeichnet, aber es gab ja tatsächlich verschiedene Wikinger. Ach, ich freue mich da so auf das Spiel. Ich werd mir da frei nehmen. 3 Tage und werde das auf dem. Da könnte man tatsächlich einen 24-Stunden-Stream draus machen. Fangen wir mit der Serie an, David. Fang tatsächlich wirklich mal mit Lost Kingdom an. Ich war auch ein bisschen skeptisch und so nach der zweiten, dritten Folge dachte ich mir so, what? Und wie gesagt, ich habe es fast am Stück durchgeguckt. Also ich habe 3-4 Tage habe ich gebraucht. Kann ich dir wirklich nur empfehlen. Witcher-Serie habe ich jetzt nochmal angefangen. Ja, ich muss mal schauen. Ich habe heute mit einer Firma telefoniert hier bei mir im Ort. Dass ich da vielleicht ab 1. Juli anfange. Ich habe keinen Bock umzuziehen, bin ich ganz ehrlich. Ich habe aktuell keine Lust umzuziehen. Nächstes Jahr? Dieses Jahr im Oktober? Ich glaube, dieses Jahr im Oktober, oder? Nicht so schnell, Plätze. Also ich habe gestern Abend oder heute Nacht noch eine Bewerbung dahin geschickt, und werde da wahrscheinlich, ich weiß es nicht, wenn das nächste Woche, ja, ich glaube, dieses Jahr im Oktober soll das anfangen. Ich suche Roche. Niemand hier, der so heißt. Sonst noch was? Ich habe irgendwie komplett den Faden gerade von der Quest verloren. Und hinter dir? Ist das ein Bärenpflückerlager? Wir sind, Vogelkundler. Lass mich raten. Das Schwert brauchst du, falls du einen Nashornvogel triffst? Nein, Nashornvögel sind hier nicht endemisch. Dies ist auch nicht ihr Zugziel. Bist du blind, Hortensio? Das ist Geralt, ein alter Freund von mir. Komm rein, Geralt. David, ich muss mir das alles nochmal überlegen. Es war vielleicht gestern ein bisschen spontan. Geralt von Riva, gesund und munter. Ach, er ist das. Vernon-Rosch, die letzte Hoffnung Temeriens. Lach du nur, Temerien wird sich wieder erholen. Rosch, ich kann sie nicht zurücklassen, ich... Hola, Chica. Du kannst und du musst. Denn so lautet dein Befehl. Sie werden sterben. Bitte. Wir sind fertig. Wegtreten. Ich,
Wie hat es dich hierher verschlagen? Mit der Armee natürlich. Ihren Resten jedenfalls. Als Nilfgaard über die Jaruga kam, habe ich alles fallen gelassen und bin an die Front geritten, um zu kämpfen. Ich bin zur 2. Temerischen Armee unter Johann Natalis gestoßen. Wir sollten die Schwarzen bei Dol Blatana am Berg Carbon aufhalten. Das haben wir auch. 3 Tage lang. Dann haben sie Kleinholz aus uns gemacht. Kurz darauf hörte ich, dass Radovid seine Kräfte bei Novigrad sammelt, dass er geschworen hatte, für einen freien Norden zu kämpfen. Ich bin mit den Resten von Natalis Armee durchgebrochen, aber... Aber Radovid war nicht besser als M hier. Daher entschied ich mich für meinen eigenen Kampf. Was machst du hier? Skoyatel jagen? Du scherzt. Die Skoyatel interessieren keinen mehr. Temerien zählt. Sonst nichts. Ich suche Hurensohn Junior. Hab von ihm gehört. Aber wie kommst du darauf, dass er in meinem Lager sein könnte? Ich habe ein paar Vögelchen singen gehört. Ihr habt gemeinsame Freunde. Ihr scheint beide Radovid zu euren Verbündeten zu zählen. Diese Vögelchen waren sehr gesprächig. Ich muss mit ihnen reden. Du musst sie mir nennen. Vernon, willst du mir jetzt helfen oder muss ich weitersuchen? Du hast mal wieder mehr Glück als Verstand. Ich bin auf dem Weg zu meinem redanischen Kontaktmann. Wir treffen uns bei Ochsenfurt in einem Schachclub. Schachclub. Danke. Ich wusste, dass ich auf dich zählen kann. So. Was? Hat er gerade gefragt, ob die sich wirklich die Mumu rasieren? Das Problem ist, ich will noch ein paar Spiele spielen, die es im Game Pass nur auf der Xbox One gibt. Wie gesagt, ich muss mir das nochmal überlegen, David, aber es war gestern vielleicht ein bisschen spontan, aber lass mich das nochmal... Bereit? Der Kontakt wartet beim Schachclub. Bringen wir es hinter uns. Dein Kontakt. Wer ist das? Schlüpfriger Kerl. Wären die Umstände anders, hätte ich nichts mit ihm zu tun. Heißt das, dass du ihm nicht vertraust? Ich vertraue niemandem. Auch dir nicht. Gehen wir. Ja, bei der Next Gen, das ist, die wird preislich natürlich. Also ich habe heute gelesen, dass die PS5 ungefähr bei 500 mit dem kleinen Speicherkapazität liegen wird. Wer weiß, was klein ist, 500 GB, 1 Terabyte. Und die Xbox wird ein bisschen günstiger. Ich denke mal, dass die bei 450 liegen wird. Irgendetwas stimmt nicht. Ja, aber du brauchst ja noch Tastatur, dann brauchst du noch... Lass es uns rausfinden. Monitor. Manche wollen eben einfach die Xbox an den Fernseher im Wohnzimmer anschließen und da zocken. Das sind 500. Die wollen nicht groß installieren oder irgendwas. Die wollen einfach die CD einschieben, spielen. Also weißt du, was ich meine? Ja, klar, es ist immer wieder Pro und Contra PC, Pro und Contra Konsole, aber manche haben einfach andere Ansprüche. Manche haben einfach ganz andere Ansprüche. So, dass du das als absoluter PC-Fanatiker anders siehst. Es heißt, Schach sei das Spiel der Könige, dass es einem strategisches Denken lehre. Was für ein Schwachsinn! Das ist krass, wenn man nur der Hauptstory folgen würde, würde man diese kleine Nebenquest gar nicht machen. Würde man das hier gar nicht erleben. Was hat das mit dem echten Leben zu tun? Hexer. Xbox hole ich mir auch nicht. Warum ich Schach spiele? PS5 auf jeden Fall. Zur Übung? Um zu üben? Um euer Denken zu verfeinern? Nein.
Ich spiele Schach, um das Geheimnis des Spiels zu lüften. Blut fließt durch die Adern dieser Schachfiguren. Man muss nur hinhören, dann hört man es. Tadam, tadam, tadam! Ein Herz voller Leben. Ich schlage einen Bauern und höre, wie ein Leben erlischt. Ich gewinne eine Figur und höre ihre Schreie. Ich möchte diese Schachfiguren aufbrechen, die Wahrheit aus ihnen herausquetschen. Verstehst du, was ich meine? Ja, Majestät. Die PS5 wird eh ausverkauft sein. Du verstehst gar nichts. Wenn du nicht vorbestellst. Du redest mir nur nach dem Mund. Wenn du die nicht vorbestellst, wird die PS5 ganz lange ausverkauft sein. Das meinte ich nicht wirklich. Die haben ja schon gesagt, dass sie weniger herstellen. Also sobald die vorbestellbar ist, werde ich meine vorbestellen. Wahrheit? Ein Monarch ist immer von Narren umgeben. Verstanden? Ich glaube, jetzt verstehe ich's. Unwichtig. Reden wir. Warum hast du den Hexer hergebracht? Das kann er euch am besten selbst erklären. Ich hatte einen redanischen Spion erwartet. Ich wusste nicht, dass wir einen König treffen. Wenn man auf Zwischenmänner verzichten kann, sollte man es meiner Meinung nach tun. Ich ärgere mich so, dass ich damals nicht die Battlefront Edition und die Spider-Man Edition von der PS4 mir geholt habe. Die sehen echt schon mittlerweile echt heiß aus. Ich suche Cyprian Willi, Hurensohn Junior. Ich weiß, dass Redanian ihn unterstützt. Warum suchst du ihn? Das ist eine persönliche Angelegenheit. Na schön, ich frage nicht weiter. Ich habe Junior in einem Anwesen in Ochsenfurt untergebracht. Nur wenige wissen davon. Sie werden dich nicht ohne Ankündigung reinlassen. Also musst du ihnen sagen, dass du wegen der neuen Huren kommst. Junior verlangt ständig nach neuen Frauen. Er soll sie schlecht behandeln. Ich glaube, der Friseur hat mir hier vorne das Pony war richtig scheiße geschnitten. Alter, ich glaube, ich muss Montag nochmal zum Friseur. Guck dir das mal an. Alter, wie scheiße hat denn der das gemacht? Sieht ja richtig assi aus. Ihr überlasst mir einfach den Mann, in den ihr Zeit und Geld investiert habt? Warum? Sieh es als Geste des guten Willens. Es sieht nicht gut aus. Dafür erwarte ich einen Gefallen von dir. Es war auch nicht mein Friseur. Meine hat er nicht auf. Hat seinen Nutzen verloren. Die großen vier gibt es nicht mehr. Ich werde zu gegebener Zeit an dich herantreten. Geh jetzt. Und du, Roche, wir unterhalten uns ein andermal. Er ist ja auch in so einer Entscheidungsspirale drin. Lassen wir den nilfgaardischen Kaiser gewinnen? Lassen wir ihn gewinnen, wenn wir die unterstützen? Er versinkt scheinbar immer tiefer in seinem Wahnsinn. Ich weiß jetzt, wo ich Junior finde. Ja, ich kaufe mir die nicht, die Spiele. Ich hole mir die über UPlay Plus. Mir fällt ein, dass ich dich auch um einen Gefallen bitten möchte. Ich habe ein großes Problem mit Vess. Ich brauche jemanden, der sie zur Vernunft bringt. Komm zu mir ins Lager. Dann erzähle ich dir mehr. Lass mich drüber nachdenken. Bis dann, Bosch. Radovid der Gestrenge begibt dich zum Hurensohns Versteck. Auge um Auge. Die Banden von Novigrad. Wieso ist sie gescheitert? Was? Nein, die will ich noch machen. Warte mal, 21:06 und 30. Das ist jetzt vor dem Gespräch. Scheiße. Wieso habe ich schon wieder Sound auf den Boxen? Achso, ja, ich habe mir nur die Figur vorbestellt, glaube, oder? Habe ich mir die komplette Collector Edition? Nee, stimmt, ich habe mir die komplette Collector Edition vorbestellt. Hast du recht. Aber als PS4-Version.
David, du kannst meine Valhalla-Version von der PS4 kannst du mir abkaufen, wenn du Bock hast. Kann ich dir ein bisschen günstiger als im Laden. Ich glaube, ich habe mir die Collector's Edition auf PS4 vorbestellt, weil PC gab es die da nicht. Ich habe zuletzt das Befürchtnis, Quests, Nebenquests. Ja gut, das wird jetzt abgeschlossen sein. Scheiße, kann ich auch nicht wieder. Na gut, muss ich mit leben. Wir machen mit den Hexen kurzen Prozess. Und dann bist du dran. Keine Sorge. Du kannst, glaub, auch nur die Figur einzeln bestellen. Ja, günstiger als im Laden, David. Also ich guck, was es dann im Laden kosten wird. Wenn das 60 Euro, dann kannst du es für 50 Euro haben, so als Beispiel. Weil ich spiele es nicht auf PS4. Ich habe mir zwar die Collector's Edition vorbestellt, aber ich würde nur das Spiel dann verkaufen, also nicht die Collector's Edition. Aber ich glaube, die Figur konntest du auch irgendwo vorbestellen. Müssen wir nachher nochmal gucken. Merk dir das mal, Luna, dann gucken wir nachher nochmal. Irgendwo hatte ich gesehen, dass du nur die Figur. Ist rausgekommen. Der Boss hat einen. Was willst du? Wo ist Hurensohn Junior? Oh Mann, schwer von Begriff. Ja, meistens 70 Euro. Ich kenn dich, du Dreckschwein. Du hast Olgard und Vic umgebracht. Ja, ich hatte das. Aber das kriegst du ja woanders auch schon für 60 Euro. Wie hießen sie nochmal? Olgard und Vic? Aber wir gucken gleich mal. Grüß sie von mir. Es ist noch nicht zu spät, sich zu ergeben. Jetzt ist es zu spät. Jetzt ist es zu spät. Hallo! It's a me, eins Hexer. Scheiße, sagt man nicht. Geh die Bildung in den Arsch. Okay. Ich glaube, den Kopf braucht er nicht mehr. Der war cool. Der kam gut. Der hat auch wehgetan. Also ihm jetzt, mir nicht. Ja, jetzt spawnen einfach neue Gegner. Läuft. Hey, kann auch schreien. Was ist das für ein Geräusch? Achso. Erfolg freigeschaltet. Dass du überall ein anderes Geräusch hast, wenn du ein Achievement freischaltest. Das ist so irritierend. Ja, ich komm noch gleich zu dir. Leg dich nicht auf, Kleiner. Ich glaube, das gab es noch nicht. Da, wo ich es vorbestellt habe, gab es das nicht für. Ich gucke nachher nochmal. Ich habe es ja noch nicht bezahlt. Ich muss nochmal gucken. Ich glaube, das gab es bei Spielekrotte nicht für PC vorbestellbar. Oder ich habe mir nur die Figur bestellt. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich muss mal da mal in Ruhe gucken gleich. Na komm schon. Ist ein bisschen niedrig vom Level her. Ist bestimmt oben. Alter. Fluchter Degenerierter. Wenn er Ciri auch nur angefasst hat, wird er dafür bezahlen. Sie wurde an die Wand genagelt. Alter Schwede.
Stimmt, diese Quest war echt übel. So, eine der, neben dem Baron-Baron-Quest, ist auch die Hurensohn-Quest eine ganz... Bin dann etwa weg? Was soll das sein? Verfick nochmal! Der sieht schon so übel aus. Doch nochmal zu. Nochmal. Hilfe! Verflucht doch mal! Es kommt keiner. Sind alle tot. Nochmal, los, nochmal. Nochmal, 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 nochmal. Halt! Was? Was okay, die Textur, Texturen vom Blut ein bisschen. Hallo Junior, hab dich schon eine ganze Weile gesucht. Ich bin hier, um dich zu töten. Ich gebe dir alles, was ich habe. Ich kann mir auch alles nehmen, was du hast, und dich dann töten. Leichenteil. Fangen wir mit ein paar Fragen an. Ich werde dir alles sagen. Ich suche eine junge Dame und einen Barden. Und ich weiß, dass du sie getroffen hast. Stimmt, wir suchen ja immer noch Rittersporn. Was für eine Scheißdorn. Falsche Antwort. Blondes Haar, Schwert auf dem Rücken, so wie ich. Ja, ja, da gab's so eine. Ich erinnere mich. Pass gut auf. Sag jetzt die Wahrheit. Willst du wissen, wieso? Ich werde nicht lügen. Ehrlich. Ich habe lange gebraucht, um dich zu finden. War nicht leicht. Ich bin wütend und müde. Ich musste eine Menge Leute umbringen. Ein paar haben versucht, mich aufs Kreuz zu legen oder zu lügen. Hat mir nicht gefallen. Wenn ich noch eine Lüge höre, ist das Maß endgültig voll. Dann mache ich etwas, das mir im Nachhinein leid tun wird. Ist dir jetzt klar, warum du mich nicht anlügen solltest? Ja! Gut. Sag mir, wie du die aschblonde Frau getroffen hast und was mit ihr passiert ist. Was mit ihr passiert ist? Sie hat mich angegriffen! Noch eine Lüge, dann schneid ich dir die Wir hatten eine Abmachung. Ich sollte ihr magisches Fühlerdings reparieren. Dafür sollten das Mädchen und der Sänger mir Sigiräufens Schatz besorgen. Das haben sie nicht. Da habe ich vielleicht etwas überreagiert. Was hast du getan? Ich habe mir diesen Dodo geschnappt und gewartet, dass sie ihn holen kommen. Der Zwerg. Das Ding da, das sollte ich reparieren. Ein Phylakterium? Sowas kannst du reparieren? Ich nicht, aber ich kenne jemanden. Du vergeudest meine Zeit, Junior. Ich will Details wissen. Ich sag's dir ja. Ich sag dir alles. Aber es war nun mal so. Flashback! Oh, hell. Steuert kurz mal die Facecam. Ich habe ein mieses Gefühl bei der Sache. Beruhige dich, Ritter. Rittersporn! Wenn du nicht in Hurensohn Juniors Gewalt zurücklassen, das weißt du. Ich weiß ja, aber erzähl das mal meinem Bauch. So sympathisch mir Dudu auch ist, ich kann's einfach nicht ausblenden. Kopf hoch, wir schaffen das schon. Ganz bestimmt. Die berühmten letzten Worte. Hast du rausgefunden, wo Hurensohn Dudu gefangen hält? Dudu.
Im Zimmer, ganz oben, mit dem Balkon. Ich muss aufs Dach. Warte vor Juniors Haus auf mich. Ist voll die... Ich weiß schon, das wird dir nicht leicht fallen. Assassin's Creed Action. Aber möglichst unverdächtig auszusehen. Wenn sie dir wehtun, wird Hurensohn dafür bezahlen. Ich muss aufs Dach klettern. Ja, aber selbst wenn, kann ich dir eine Seite empfehlen, selbst wenn ich mich gerade irre mit der Collector's Edition, wie ich sie vorbestellt habe, kann ich dir eine Seite empfehlen, wo es günstiger ist. Wo sie keine 70 Euro kostet. Achso. Im Zimmer ganz oben, mit dem Balkon. Und die verschicken das auch meistens schon ein, zwei Tage vorher. Also in der Regel hast du das immer zwei Tage vor Release. Da ist der Balkon. Mal sehen, was im Zimmer ist. Ach so, ja, stimmt. Spielegrotte. Spielegrotte. Und jetzt, mein lieber Dodo, versuche ich's mal mit was anderem. Das hier ist mir zu langweilig. Du bist verrückt, Junior. Hat dir das schon mal jemand gesagt? Nein, die meisten finden mich nett, wenn sie mich erst kennen. Dann schließt du also gerne neue Bekanntschaften? Willst du mich etwa mit jemand Interessantem bekannt machen? Da bist du ja. Gut, dass du kommst. Ich habe auf dich gewartet. Ich bring dich um, du Hure. Hör dich auf, du kleine Hure. Oh. Aha. Viele Quote, ja. Auge um Auge. Da habe ich habe in Köln da gewohnt, da fährst du eine halbe Stunde hin. Da habe ich ja mal die Spiele schon mal zwei Tage vorher abgeholt, wenn die released wurden. Sie kommen. War mal ganz praktisch. Hör zu, wir machen es so. Schnapp die verdammte Hure! Dudu ist ein Wandler. Ein Doppler. Oder? Dudu ist ein Doppler! Man müsste den sein Schild brechen. Naja, Looten bringt hier gar nichts. Da habe ich zum Beispiel auch meine Last of Us Collector's Edition vorbestellt. Da habe ich meine Cyberpunk Collector's Edition vorbestellt. Mitgegeben?
obwohl ich da geworbt bin? Ansonsten gamesonly.at oder gamesware.at, da ist es auch günstiger, als wenn das irgendwo Mediamarkt oder so, das heißt, keine Ahnung, 54 Euro, 55 Euro oder so. Und kriegst dann immer noch was mit dazu. So ist es gewesen. Das ist die Wahrheit. Dodo, was ist mit ihm passiert? Was weiß denn ich? Der Arsch ist auf und davon. Hey, wir haben den doch eben befreit. Wie vom Erdboden verschluckt. Was ist mit der Frau passiert? Ich hab keinen blassen Schimmer. Einer der Jungs, er hat sie am Rücken erwischt. Aber sie lebt noch, ich schwör's. Sonst noch irgendwas? Ich hab dir alles erzählt, was ich weiß. Wusste. Alles. Du hast dem Mädchen wehgetan, das ich suche. Hast ihren Freund gefoltert. Sie hat angegriffen. Ich darf mich doch verteidigen. Ich bitte dich. Ich hab meine Strafe bekommen. Gnade. Bitte. Ich sage dir, wie die Dinge stehen. Ich suche dieses Mädchen, weil sie wie eine Tochter für mich ist. Ja, guck mal, 60 Euro ist aber schon günstiger als 70 Euro. Und darum kann ich dir das nicht durchgehen lassen. Da oben baumeln die Füße. Nein! Tschüss. Ganz schön viele Leichen hier. Ganz schön viele Leichen. Du Biberfeld. Er will hier was von mir. Okay, so ein Rennen. Irgend so ein Rennen. Ich war mal so sauber. Nichts als Diebe, Huren und Mörder. Priscilla! Ach, du Schwein! Hey! In so herrlicher Natur! Priscilla, wo bist du? Was schreist du so rum? Bam, 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 bam. Hä, da runter? Bescheuert. Achso, bin eine Etage zu hoch gelaufen. Sie hat leider nicht die Präsidenten Suite. Priscilla. Geralt! Hör mal, ich habe Hurensohn Junior gefunden. Ja? Und? Hast du was erfahren? Ja. Ciri und Rittersporn wollten Sigiroivens Schatz für Hurensohn stehlen. Im Gegenzug hat Hurensohn versprochen, jemanden zu finden, der Ciris Phylakterium reparieren kann. Kaum zu glauben, dass sie mit diesem Bastard verhandelt hat. Wo doch weithin bekannt ist, wie man endet, wenn man mit Willi paktiert. Ciri war verzweifelt. Aber du hast recht, es war nicht die beste Idee. Schließlich hat Hurensohn Ciri verletzt, nachdem er Dudu gefoltert hatte. Dudu? Wie? Was hat denn Dudu damit zu tun? Offenbar hat Rittersporn sich an ihn gewendet, um Ciri zu helfen. Ein Glück, dass Dudu entkommen konnte. Er versteckt sich jetzt vermutlich. Oh, und was ist mit Willi? Der ist nicht mehr. Der ist tot. Quest abgeschlossen, finde Junior. Alles Gute. Okay, cool. Läuft. Was haben wir denn noch so?
Achso, die müssen wir uns auch noch abholen. Tschüssikowski! Ich glaube, sie will kein Geld verdienen. Ich bring dich zum Scheiße. Du wirst es nie lernen. Magst du mal Schwert ziehen? Aufs Maul. Versuch's doch. Auf die Knie vor dem ewigen Feuer. Sorry, bin ich gay. Sie bescheuert? Ich soll irgendwie darüber in die Straße kommen. Spielekarte? Einfach kaufen. Einfach draufklicken. Weißer, schau mal hier drüben. Sag mal, wollt ihr mich verarschen? Wie komme ich denn? Lauf da jetzt nicht durch die ganze Stadt. Wache, zu mir! Was ist denn hier los? Was ist hier los? Mir reicht's mit dem Leben. Unsere Welt wird brennen. Brennen im Ewigen. Das auf der anderen Seite. Das beste Angebot weit und breit. Aufmachen. Ah, jetzt hab ich's. Leicht verwirrt, ich war. Ja? Du solltest deine... Ja, er hat dir bestimmt verstanden. In der Tat. Bitteschön. Danke dir. Okay, das haben wir auch. Und dann, wie geht's weiter? Was ist die... Komm, wir machen mal die Quests fertig, damit die einfach weg sind.